Grüß Gott und herzlich willkommen zur Barbecue-Folge von Flaschendreh. Jetzt wird's brutzelig. Ja, für die heutige Folge haben wir uns die Frage gestellt, welcher Wein nimmt es mit diesen wunderschönen Stücken Dry-Aged Styria Beef auf? 28 Tage kühlgetrocknet. Wir haben uns vorher die theoretische Frage gestellt, was würden wir dazu trinken? Mein Vorschlag, mein erster war, schöner Cotteron, Weingut St. Com, Cotteron 2009, es ist ein eher warmer Wein, 100% Syrah, kostet nicht viel, kostet 9 Euro, beim Wagner Wein aus Gmunden gibt es den zum Beispiel in Österreich, der kann das sicher sehr schön, kann sicher sehr schön mit den Aromen vom Fleisch. Dagegen halten würde ich als alter unbelehrbarer Patriot zwei Waffen aus dem Arsenal von Pepe Umadum. Einerseits St. Laurent, ganz, ganz einfach in Wahrheit. Ja. Ganz, klassischer St. Laurent. Ganz ein easy Wein, total spannend. Übrigens, danke Pepe dafür. Ja, genau. Plus nochmal danke Pepe, die Rosa. Eine echte Geheimwaffe. Ein eher schwerer Roséwein aus dem Blaufränkisch Zweigelt und St. Laurent. Also eher was Kräftiges. Wir glauben, das passt ganz gut zum Fleisch. Wie das praktisch ist, sehen Sie gleich. Sehen wir jetzt. Jetzt wird einmal Griller angeworfen. Genau, gehen wir. Wie schnell die Zeit vergeht. Genau. Schön gebräunt. Ja, und rinnt schon. Und es rinnt. Ich kann es nicht erwarten. Kostet mir das Fleisch. Gut, wir schneiden mal das Dry-Aged an. Oh, das zerfällt. So, wir probieren jetzt als erstes Rosa. Die Rosa. Genau. Wir probieren es mit dem Wein, den man am wenigsten vermuten würde zu sowas. Mit einer Cuvée aus. Sagen wir es nochmal schnell dazu. Zweigelt, den schmeckt man recht stark, Blaufränkisch und St. Laurent. Schauen wir mal, wie das tut. Über die Farbe sagen wir gar nichts. Das Fleisch ist großartig. Farbe ist fast fleischfarben. Ne? Ja, so, Härtetest. Ein Stückchen Beef hinterher. Ja, er kann schon mit, aber... Jetzt kommen wir mit dem Fleisch ein bisschen Gerbstoffe raus. Aber es ist interessant, das Himbeer, Erdbeer. Genau. Man beachte außerdem, wir sind wieder einmal Glasverschlossen. St. Laurent 2010, genau. Klassischer St. Laurent. Farblich eher Jungspund, wie man unschwer erkennen kann. Also unschwer, vielleicht sieht man es da irgendwo. Schon noch ordentlich lila. Das ist ein schöner Wein. Sehr würzig, schöne gedeckte Fruchtnoten. Helle Frucht. So Walderdbeeren und so. Ja, irgend so was Kühles. Super ist das. Gut. Wir haben den ein bisschen gekühlt. Sehr gut. Am Gaumen wie in der Nase ausgezeichnet. Der Gerbstoff setzt sich sehr schön ab, gute Struktur. Ich würde jetzt einmal sagen, zu diesem Rind passt dieses St. Laurent besser als die Rosa. Die hellfruchtige. Ja. Ich meine, im Gegensatz zu dir, ich habe das Fleisch nur gesalzen mit grobkörnigem Salz, was auch so was Säuerliches im Gaumen hat. Und das harmoniert irrsinnig gut mit diesem Wein. Der Punkt ist, der Wein kann mit diesem Drumfleisch. Und das ist ja was viele Weine zwar vorgeben zu können, aber sie können es ja dann nicht. Oder aber, was ja bei so neuen Weltgeräten hin und wieder passiert, sie machen das Fleisch komplett zu und man kriegt vom Fleisch nichts mehr mit. Das ist ja eine schwere Balancefrage. Schauen wir, wie der Franzmann das löst. Cotteron, 100% Syrah in diesem Fall. Ja, also. Naja, da riecht man schon das warme Gebiet. Das ist deutlich würziger als die vorigen. Ja. Sehr trocken, ein bisschen staubig wirkt das. Eine sehr präzise Tannine, ganz zentriert.
jetzt ganz prinzipiell, die zwei Rotweine würde ich dem Rosé vorziehen, zu dem Fleisch. Wenn man das Fleisch so puristisch macht wie wir, oder zumindest wie ich, du hast ja also Gewürzsalz drauf dann, würde den St. Laurent dem St. Compost vorziehen, der ein bisschen schlanker ist. Beides fantastische Weine. Ich glaube, der St. Com braucht ein bisschen so ein Kräuter, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Rosmarin oder so irgendwas, dass er dass er wirklich einen Gegenpart bekommt. In dem Fall ist er fast ein bisschen zu füllig für dieses puristische Fleisch. Mhm. Meine Ausführung dazu lautet, wenn man, das soll jetzt nicht Werbung sein, aber ich mag es einfach gern, Schubeck Barbecue Gewürz zum Dry-Aged Beef, super, allerdings bitte nach dem Grillen, nicht vorher. Und dann ist mein Favorit in diesem Zusammenspiel ganz klar der Franzose. Also der Clemens hat das wunderschön erkannt. Das ist eine großartige Kombi, dieses doch wahnsinnig feine, zarte, sich schon fast auflösende Fleisch und dazu dann die fülligen Frucht- und Gewürznoten, die der Franzose da anzubieten hat. Ich muss kurz abstellen. Two thumbs up, muss ich sagen. Ja, ich kann das Gleiche sagen zum St. Laurent. Der St. Laurent mit Salz, dem schönen Fleisch, eine wunderbare Harmonie. Sehr puristisch, der Wein ganz klar in der Struktur, das Fleisch, nur Fleischgeschmack und schönes Himalaya-Salz ist das. Ausgezeichnet. Mhm. Pfeift. Pfeift. In unserem Fall sagen wir jetzt danke fürs Zusehen. Genau. Wir werden mit Genuss aufessen. Wir werden mit Genuss aufessen. Kleine Schlussempfehlung. Rosa gut, vielleicht für solche Monsterfleischteile nicht ganz das Richtige. Der St. Laurent zum puristischen Fleisch, also für die echten Root Boys, sobald die Gewürze dazukommen. Dem Syrah füllen jetzt da einfach auch die Kräuter als Widerpart. Also wenn da noch Rosmarin und Knoblauch oder so irgendwas dabei wäre, super. Genau. Ja. Ja, in diesem Sinn wünschen wir viel Spaß beim Grillen oder beim Barbecue, je nachdem, wie Sie das nennen. Prost. Prost.